Moin Leute und herzlich willkommen. Ihr habt es euch gewünscht, ihr bekommt es. Aber gegen Peters Flo ist auch dabei. Let's go, Metronom Battle. Wie viele Menschen haben sich das wirklich gewünscht? Sag ehrlich jetzt. 18,5. Ich glaube, es war ein Zwerg dabei. Das ist, glaube ich, politisch nicht korrekt. Hä, nee, wirklich ein Zwerg. Ja, aber das ist politisch nicht korrekt. Warum nicht? Das ist, ich weiß nicht, das drückt man bestimmt heutzutage anders aus. Ja, ne, weiß ich jetzt nicht. Alter, sind die einfach rückwärts, die Namen? Da hast du dir aber Mühe gegeben. Hä, hallo? Der No-Typ. Hat der keinen Typen? Das ist der No-Typ, ja, ja. Man kennt ihn doch, den Wilden. Was wollte ich denn, was war denn hier mein Gameplan? Ich weiß es nicht. Sah Shiny Arbok schon immer so aus? Und falls ja, finde ich das cool. Ich glaube tatsächlich sogar, obwohl die Farbe wirklich hässlich ist, ich glaube, ich finde es cool. Ja, die Farbe hat so ein dreckiges Ocker, Alter. Warum macht man das? Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Hey, und Gestein passt richtig gut zu dem. Ja, oder? Mehr. Ja, du hast dich richtig optisch grafisch drauf vorbereitet. Ich bereite mich immer auf alles grafisch drauf vor. Demografisch. Ja, ich auch. Grafo-demokratisch. Weil ich habe nämlich meinen Pipitis und das heißt Fips und das ist süß und das ist ein Käfer. Fips. Süß. Ja, oder? Ja. Aber ich finde Gestein jetzt gar nicht so optimal für mich. Ja, true. Mach mal so schöne Steinkante ins Gesicht. Wo ist jetzt? Schlummerort. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, da kann ich das ja gar nicht einsetzen, Digga. Nur Typ. Kann das nur Darkrai einsetzen? Dreckig. Ist das die Hoopers-Attacke? Oh, guck mal. Schlummerort. Ja, scheinbar, ne? Ja, muss ja so sein, weil stand ja nicht, dass es gemisst hat oder so. Richtig. Ja, kannst du. Oder gehen. Muss ich. Tschüss! War schön mit dir! Boah, war das viel Schaden, Digga, der war doch Wahlband halt's Maul. Ist ja auch der VIP, Alter. Ich glaube, der war echt Wahlband, aber ich weiß noch nicht so genau, ob mir das gefällt. Aber geil, dass ich. Die Lansatbeere bekommst. Erstmal hochtouren, na klar, man kennt es. Ja, ja, okay, mach du jetzt auch noch was Cooles. Wow! Das liebe ich, oder? Ah! Oh, das. Schmutz. Hä? Hab ich irgendwie gar nicht erwartet, dass es killen könnte. Au. Ist ja auch ultra low. Aua! Hey, du Terrasil mit Toxic Orb. Hey, ja? Okay. Okay, also jetzt kommt meine große Gefahr. Aha. Erst noch, ob es nerviert. Was ist denn Taipan? Ein Taipan. Okay, hier ist Fepitis. 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 Ach, Fep der immer? Ja. Nice, hat du. Nice, der hat so einen langen Schwanz, weißt du, da kann der nicht widerstehen. Seitenwechsel. Boah, warum hast du keine Hazards gestackt? Warum hast du keine Hazards gestackt? Das wäre nämlich noch viel witziger. Guck, du hast schon da Steine. Aura. Nein! Tschüss. Krieg ich ja, true. Immer auf Fips. Ja, immer Fips hat Fips. Aber auch genug gemacht in dem Battle. Der hat einen Mon rausgenommen. Es reicht auch. Einen Energieball abgefeuert. Ja, aber einen Kill geholt. Finale getankt. Gegen den Giftmon. Das muss man auch erstmal schaffen. Oh! Ja. Das schmeckt. Das, was du kannst, kann ich schon lange, Bruder. Aber in besser. Ja, aber in. Ja, wirklich in besser. Das stimmt. Hier ist die Entzündung. Oha. Ja, weil Itis steht für eine Entzündung. Habe ich nämlich letztens gelernt, als ich, glaube ich, einem Doktor zugeguckt habe, wie er Dr. House geguckt hat. Auf YouTube. Fuck, warum guckst du sowas? Es ist übel geil, wenn Experten so Serien gucken. Du kannst unmöglich so viel Langeweile haben. Hier, friss mal die Matrans. Sagt der sich anderthalb Stunden anguckt, wie Blizzard, die Firma, gefrontet wird. Hast du das zum nicht Einschlafen? Nee. Nö. Nö. Burn. Oh! Alter! Wie aber jetzt keine Expidermis. Keine so Expidermis. Lucky, du dreckiger. Hat der Expidermis? Natürlich hat der Expidermis. Was denkst du denn? Oh, du musst rauswechseln. Ich kann nicht rauswechseln. Wie, du kannst nicht rauswechseln? Na, es kommt jetzt mein letztes Mon rein gleich. Dein Begrenzer kannst du dir schön sonst wohin schieben. Das ist ja jetzt eine. Wieso dein Begrenzer? Du hast den eingesetzt. Ja, mein Begrenzer kannst du dir schön sonst wohin schieben. Das Ding ist, du bist geburnt. Ja. Aber vielleicht nehme ich dich raus und ich kann nochmal Comeback starten, aber der Begrenzer kam ungünstig. Ich habe ja Expidermis. Der Pietis, falsches Mon. Schade. Aber vielleicht nimmt er sich auch selbst raus oder so. Nö. Wow! Strong! Mann! So, weil man das sehen, Digga! Das ist das komplette Gegenteil von sich selbst rausnehmen. Hallo! Para?
Und dann Into Full Para. Mhm. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Um ehrlich zu sein. Mhm. Ja, ist okay. Nehmen wir mit. Ich nehme das auch mit. Ich muss irgendwie noch 3 Minuten überbrücken. Moment mal. Ja, und ich muss einfach nur den Burn abwarten. Also du greifst einfach nicht mehr an. Ich heile mich nur noch. Ah, nee, ich kann mich ja nicht heilen. Ja, also Full Para ist schon wichtig. Falsches Pokémon, goddammit! Goddammit! Verbiet es! Der hat zu viel Pfeff, der ist dumm im Kopf. Klingschwall, Digga. Oh, der Mist, wichtig. Na, weiß wichtig. Ich jetzt gar nicht, wie gut ich das finde. Und jetzt nochmal Luna hat Hans, komm. Alter, der hat's mit dem Psycho-Moves des Todes. Das war jedes Mal ein anderes Arbok, glaube ich, aber ist okay. Hell? Ja, tatsächlich. Ja, ich glaube auch. Aber es sind richtige Psycho-Pokémon. Full Para. Nein, Entzündung! Hat keine Attacken mehr übrig. Bist du dumm? Gibt Begrenzer auf beide Seiten. Das gilt für beide Gegner, ja? Krass! Hey. Hä? Jetzt verstehe ich auch, warum du dir dich über die Para so gefreut hast. Rackenkeule! Nein! Die 8 Minuten, Mann! Tschüss! Ey! Da war irgendein Thema? Bitte. Tschüss.